Hallo zusammen, willkommen zurück bei Far Cry 6. Wir sind zurück in unserem Dorf Armania. Ich war jetzt nochmal eben zurück in unserer Hauptbasis, habe dort nochmal mit der Clara Garcia gesprochen. Das hatte ich in der ersten Folge verpasst. Die hätten wir einfach nochmal ansprechen müssen, um das Quest freizuschalten. Das haben wir jetzt freigeschalten. Wir haben es jetzt auch markiert. Davon haben wir es, der einmalige Mann. Wir sollen jetzt Juan zurückbringen. Wir haben jetzt auch einen neuen Eintrag, Notizbuch bekommen. Und hier sind jetzt unsere Quests drin enthalten. Das hatte ich in der letzten Folge vermisst. Aber eins nach dem anderen, man muss wirklich langsam spielen, um hineinzukommen. Und dann hatte ich ebenso noch entdeckt im Arsenal. Ich hatte mich ja gefragt, wo man sehen kann, wie gut man ist. Wenn man jetzt über die Items geht und die F-Taste drückt, hat man halt hier diese Beschreibung, was diese jeweiligen Gegenstände für Bonus und Vorteile, Nachteile mit sich bringen. Also wir finden uns so langsam zurecht. Ja, schön. Wir können direkt weitermachen. Dann gab es noch ein kleines Tutorial. Wir sollen uns von der Polizei, von der Armee etwas fernhalten, unbewaffnet im Dorf herumlaufen, aber dennoch einfach uns fernhalten, denn irgendwann werden sie misstrauisch. Die Schießerei war nicht notwendig, aber warum nicht? Wir sollen denen ja Schaden zufügen. Und wir sollen auch sabotieren, also alles in unserer Macht Stehende tun, um hier das Recht zu halten. Das kann der Juan sein. Heute saufen wir in der schlimmsten Kantine von Yara. Oder war es Kolumbien? Kirat? Oder Tschetschenien? Lass die Flasche hier. Ist einfacher für dich. De nada. Guapo, hör zu. Regel 16. Eine Guerilla-Revolution endet nie. Es gibt immer noch einen Krieg. Noch eine Kantina. Noch einen hässlichen Barmann. Juan Cortés? Das hat mich wohl verraten, Guapo. Das ist kein scheiß Zoo hier, Abuelo. Clara wollte, dass ich dich finde. Sie. Ich habe gelernt, ihre Befehle nicht anzuzweifeln. Wirst du auch. Hey, ich kenne dich. Das glaube ich nicht. Doch, ich kenne dich. Als würde ich in einen Spiegel schauen. Was laberst du denn da? Diese Augen, Guerriero. Du findest Geschmack. Redest dir ein, ein Held zu sein. Und wachst dann als Junkie auf. Ganz wie Juan Cortés. Das ist doch Zeitverschwendung. Kannst du pfeifen? Was? Nee, du kannst nicht pfeifen. Coño! A la pinga! Du verfickte Ratte. Du bist tot sowieso mehr wert. Was zum... Sieh, Guapo liebt dich. Guapo. Und ich versau dir eine Ausgabe meines Buches. Bueno, mis socios, vámonos. Gute Gäste wissen, wann sie gehen sollten. Okay, wir sollen diese Soldaten ausschalten. Wir werden siegen!
alles gut. Verpissen wir uns, bevor die ganze beschissene Armee hier auftaucht. Mierda. Ich bin besoffen, aber nicht so besoffen. Bin direkt hinter dir, alter Mann. Okay, ich wusste jetzt leider nicht, ob wir Duapo pfeifen sollen. Also das Krokodil. Von daher, keine Ahnung. Wir haben schon noch. Will dein Freund sein? Oder oh. Vielleicht muss er auch nur kacken. Wo ist er denn eigentlich? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Ah. Genau. Guapo. Komm, wir sollten hier verschwinden. Ich komm mit. Du hast schon mal geschossen, das sieht man. Wie heißt du? Danny. Clara sagt, du bist eine Legende. Ex-KGB, ex-CIA. Ich hab mir Echsen als deine Oma Zahnlöschen. Einige Männer zerschlagen Eier zum Frühstück. Aber Juan Cortez, der zerschlägt ganze Länder. Manchmal sogar vor dem Frühstück. Warte, Planänderung, Danny. Vamos. Der Plan lautet, in Claras Lager zurückzukehren. Was verdammt machen wir hier? Siehst du den Rauch? Das heißt, dass der Wachturm gerade eine Vorratslieferung bekommen hat. Mit den seltensten Materialien, die du auf Yara finden kannst. Und du wirst sie dir holen. Jetzt soll ich auch noch klauen gehen für dich? Schießpulver und Supremo-Kleber. Das klassische Herrengedeck jedes Improvisationskünstlers. Ich zeig dir, wie man Upgrades für Waffen herstellt. Denn das ist erstens cool und zweitens entspricht es Regel Nummer 9. Verwende immer das richtige Werkzeug für den Job. Kommst du auch mit? Scheiße, nein, du hast Guapo. Mit ihm kannst du alles aufmischen, aber wenn du heimlich vorgehen willst, dann nimm ihn besser nicht mit. Das Kerlchen kann sich schlecht beherrschen. Gut, heimlich ist leider nichts für mich. Immerhin bist du hier, um zu helfen, Guapo. Wie tun wir ihn denn? Ziel auf deinen Gegner, benutzt G, um dein Amigo den Angriffsbefehl zu geben. Überprüft alles. Lasst nichts Nützliches zurück. Na los. Attacke, würde ich sagen. Hä? Ob ich bewaffnet bin oder nicht, hier schießt das Militär sofort. Leg das weg, sofort. Das geht mir auf den Augen. Guapo. Es geht nicht. Es geht nicht zu stehlen. Warum auch immer nicht. Unbefugtes Betreten. Ich schätze, das könnte nützlich sein. Hört eine Lebensweisheit von unserem tapferen Präsidenten. Noch mehr Scheiß für Juan. Ein wahrer Yaraner zu sein heißt zu lieben. Das eigene Land, die eigenen Kinder, den Präsidenten. Clara Garcia hat keine Liebe im Herzen. Die Rieros sind Hasser. Das ist schon viel besser. Diese Tiere verspüren keine Liebe, denn ihr Hass macht sie blind. Und ihre Blindheit verwehrt es ihnen. Ach, lange gedrückt halten, eh. Jetzt sehe ich unten unter dem Balken. Ich verstehe. Ich habe dein Zeug gefunden, Juan. Gute Arbeit, Danny. Und jetzt komm mal in die Dusche. Wir müssen zurück in Claras Lager. Schieh, das sage ich doch die ganze Zeit. Leicht holpriger Start und falls ihr euch fragt, Mann, das ist aber leicht. Warum ist denn das so leicht? Wir haben mehr als genug und jetzt ziehen wir endlich Leine. Ich hab... Was ist denn das für Kram hier? Baust du was? Geduld, Danny. Regel Nummer 8. Ein Guerriero kann warten. Wie eine Spinne oder ein Serien. Bist du eigentlich in diesem verdammten Loch gelandet? Ich war auf einem Flüchtlingsboot. Wir kamen nicht weit.
Ja, ja, und ich bin in einem Heli bei unserer Mini-Invasion von Santuario hergekommen. Ich wurde vom Himmel geschossen. Nein, ich meine, was ist deine Geschichte? Ich bin in einem Waisenhaus in Esperanza aufgewachsen und dann zum Militär gegangen. Ich bin kein Guerillero. Ich helfe Clara nur, bis sie mich von dieser Insel runterbringt. Regel Nummer 20. Einmal Guerilla, immer Guerilla. Das reicht mir jetzt. Zu spät. Das Pferd ist aus der Scheune und jetzt sind die Kinder voller Koks, Danny. Du hast keine andere Option. Amerika ist meine Option. Natürlich. Meinst du, die Amerikaner sind scharf auf iranisches Blut? Den American Dream gibt es nur für Amerikaner, Danny. Du gibst nie auf, oder? Nein, Guapo hasst aufgeben. Coño. Wenn ihr euch so nah seid, warum folgt er dann mir? Guapo begleitet die, die ihn brauchen. Wie ein Therapiehund in deinem geliebten Amerika. Hä? Coño, komm schon, Danny. Hör auf, Juan. Guapo begleitet die, die ihn brauchen. Wie ein Therapiehund in deinem geliebten Amerika. Du kannst Guapo dein Leben anvertrauen. Ja, so weit bin ich noch nicht. Lass dir Zeit. Dein Heli ist bei der Invasion abgeschossen worden, oder? Kriegst du ihn wieder hin? Damit ich dich zu den Yankees fliegen kann? Nein, ich... Er sitzt am Boden fest, aber ich arbeite dran. Geduld damit. Höchste Zeit, dass Juan Cortés dir zeigt, wie man etwas aus nichts macht. Hab ich dir je von Regel Nummer 9 erzählt? Gerade eben, ja. Verwende immer das richtige Werkzeug für den Job. Eine echte Lebensweise. Oh, okay. So, ich wollte noch sagen, wir spielen nämlich hier den Story-Modus. Der ist etwas leichter, die Gegner sind nicht ganz so hart. Wir wollen ja die Story erleben. Wie viele noch? Die Legende kehrt zurück. Die Legende muss mal pissen, Treffer. Wer ist das? Sie war mal Journalistin und wagte es, Anton Faschist zu nennen. Jetzt ist die Paria-Sklavin für sein Paradies. Und nicht die einzige, Danny. Regel Nummer 11. Jetzt lernst du was übers Improvisieren. Mit 6 habe ich einen Kettensägenmotor an mein Fahrrad gebaut. Durch die Blockade muss ich jeden Tag improvisieren, Juan. Das ist Überleben. Für uns heißt das nicht, mit dem klarzukommen, was man hat. Wir richten Chaos an. Mit allem, was wir haben. Sprich weiter. Die beste Waffe der Guerilla ist eine gute Werkbank. Los, Danny. Mach dich mit ihr vertraut. Nehmen wir uns zuerst mal die Waffen vor. Nicht so ungut, aber dein Sturmgewehr ist ein bisschen primitiv. Bringen wir das mal in Ordnung. Regel Nummer 9. Verwende immer das richtige Werkzeug für den Job. In diesem Fall Schießpulver und Schrott. Manchmal liege ich nachts wach und frage mich, Juan, wie könnte man Menschen noch schneller töten? Die Antwort lautet, Weichzielgeschosse. Ausgezeichnet, Danny. Jetzt kannst du Gegner platzen lassen wie eine reife Wassermelone. Okay, wie sieht dein anderes Gewehr aus? Mal angenommen, dein Ziel hat heute daran gedacht, Helm und Weste zu tragen. Dann brauchst du panzerbrechende Munition. Diese Geschosse fliegen schnell und geradeaus. Und sie gehen durch Kevlar wie Heu durch eine Kuh. Prima, jetzt hast du deinen eigenen Vorrat an Hochgeschwindigkeitskriegsverbrechen. Sehen wir uns deine Aufsätze an. Es wird Zeit, deinen ersten Schalldämpfer herzustellen. Der macht aus einem Peng einen Puff, allerdings auf Kosten der Reichweite. Siehst du, wie einfach das war? Jetzt kannst du Gegner mit lautlosen Kopfschüssen umlegen wie ein echtes Arschloch. Die Werkbank ist dein Freund, Danny. Ein Freund mit gewissen Vorzügen. Hola! Hey, Compadre. Verdammt. Schachenbau macht süchtig. An dieser Werkbank kann man ein neues Jahr errichten. Ist das dein Krokodil? Errichten.
Erste Mission abgeschlossen. Jetzt wissen wir auch, wie die Werkbank funktioniert. Die war ja richtig genial. Also, das hat mir schon mal gefallen, diese Sachen zu bauen. Stielmaterialien von militärischen Vorratslieferungen. Das wissen wir jetzt auch, wie das funktioniert. Jage Tiere und tausche ihr Fleisch gegen Materialien ein. Okay. Okay, wir haben gesehen, wir haben jetzt kein Schießpulver mehr. Bereit? Heute schickt dein Lehrer dich auf Wandertag. Okay. Ach, seht, er hat wohl eine Mission für mich. Ich hoffe, du bist hier, um dich da draußen bloß nicht umbringen. Guapo, wo rennt er hin? So, ich wollte mal ganz kurz einen Blick in die Werkbank werfen. Danny! Unsere Seitenwaffe, das heißt die Pistole. Können wir hier irgendwas machen? Munitionsfeld? Standardmunition und der Rest ist gesperrt. Mündungsfeld. In diesem Feld ist kein Mod eingebaut. Okay, ich sehe schon. Man kann hier wirklich einiges. Wir brauchen Schießpulver und robuste Dichtung, Befestigungsmaterialien. Sehr schön. Auf jeden Fall brauchen wir Schießpulver. Materialien, Tauschhandel. Wildschweinfleisch. Genau, wir hatten schon ein Wildschwein erlegt. Ganz zum Anfang. Und bekommen jetzt dafür... gegen robuste Dichtung? Oder koch es in Cantina. Ach, hier oben steht's. Gegen robuste Dichtung tauschen. Das haben wir gemacht. Und das können wir jetzt in Pesos tauschen. Wir haben recyceltes Glas, Dichtung und Metall. Das wollte ich aber erstmal alles behalten. Pesos brauchen wir noch nicht. Willst du was unfassbar Gefährliches klauen? Danny, ich habe große Pläne für dich. Aber zuerst musst du mir was besorgen. Und ich höre dich schon fragen, Juan, was soll ich dir besorgen? Du musst nur wissen, dass du es nicht essen, ansprechen oder in die Hose stecken solltest. Aber Juan, höre ich dich fragen, wo ist denn dieses Ding, das du brauchst? Gehe zum Funkturm und folge dem Pfad nach Norden. Er führt dich zu einem verlassenen Lager im Osten der Insel. Ich markiere es dir auf der Karte. Dort wartet meine Kontaktperson. Sie weiß Bescheid. Ach, und Danny, wenn du das schaffst, dann will ich dir was geben, weil du mich davon abgehalten hast, mich tot zu saufen. Ein alter Freund hat mir das geschenkt, weil ich sein Leben gerettet habe. Nicht, dass du mein Leben gerettet hättest. Ach komm, jetzt geh schon los. Wir nehmen so an. Leicht wie Zigarren rauchen am Sonntag. Meter. Okay. Das ist weit, würde ich sagen. Ich guck mal eben, ob es hier noch eine Mission gibt. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben bloß die eine Mission jetzt. Okay. Dann gehen wir da schon mal hin. Beziehungsweise da unten sehe ich gerade ein Pferd. Das bringt mich auf die Idee. Wir können doch uns auch ein Fahrzeug besorgen. Soweit wie ich jetzt weiß, kann man jedes Fahrzeug, was man hier findet, nutzen und zu einem Speicherpunkt bringen, wo es dann in die Garage transferiert wird. Und man kann es dann immer wieder benutzen. Fangen wir erstmal klein an, mit einem Pferdchen. Scheiße, ich bin seit der Grundausbildung nicht mehr geritten. Wartet mal, lenken, beschleunigen, galoppieren, schnelle Drehung, Seitenwaffe, Wurfgeschoss, Straße folgen. Okay. Straße folgen. Los jetzt. Und Traktor. Genial.
Wow. Was ist denn hier überhaupt mit Guapo? Kommt der jetzt mit? Sieht so aus, ja. Ja, kommt mit. Da kommt er. Los. Eigentlich wollte ich absteigen, naja gut. Wir helfen ihnen später. Oha, Straßensperre. Okay. Also Straßensperren müssen wir auch ausschalten. Zerfetzen wir die Reifen mit ihren Nagelsperren. Naja, außer du hast ein Pferd. Sie, ich habe schon genug davon in Esperanza gesehen. Sichere Kontrollpunkte. Zerstöre Werbetafeln und sieh zu, wie Libertad sich aus der Asche erhebt. Vamos. Kontrollpunkte. Na, gucken wir mal. Ganz ruhig. Na los. Ganz ruhig. Ist das jetzt eine Werbetafel oder ist das einfach nur eine Werbetafel für dieses Objekt hier? Ich glaube, die ist nicht zum Zerstören. Langsam. Hier haben wir so eine Werbetafel. Okay. Ab hier geht's langsam voran. Hier haben wir das. Kontrollpunkte. Achte auf Nagelsperren. Schalte alle Soldatos aus und zerstöre die FND-Werbetafel. Okay, ein Speer und ein Fahrzeug stehen zu meiner Verfügung. Ich denke mal, bisher sind wir gut klargekommen. Bin noch kurz vorm Ziel. Weichzielmunition, panzerbrechende Munition. Wisst ihr was? Wir machen hier Frontalangriff. Was soll's? Scheiße. Kontrollpunkt. Ich wette, hier gibt es einen Vorratsraum. Richtig so. Manni, Soldados nähern sich auf der Straße. Sie können jede Minute bei dir sein. Juan, der Kontrollpunkt ist gesichert. Ein großartiges Gefühl, oder? So füllt man sein Karma-Konto. Mach weiter so, Danny.
Wer denn da? Scheiße, was? Was? Wartet mal, wir haben doch gerade den Schlüssel. Ich habe gerade den Schlüssel aufgehoben. Dann ohne Schlüssel. Spüldosen, Befestigungsmaterial. Scharfschützengewehr. Was weißt du? Du willst das Militär da treffen, wo es weht? Es gibt eine Flugabwehranlage auf Santuario. Jag sie in die Luft. Das weiß ich zu schätzen. Neues Ziel aufgesiegt. Ach, hier. Flugabwehranlage. Okay, da fehlen uns aber noch ein paar Handgranaten, würde ich sagen. Esta es Radio Verdad, la Estación Nacional de Yara. Geht's ihm eigentlich? Na, komm mal hier. Wir machen uns erstmal weiter auf Mission zum Funkturm. Mehr Kanonenfutter. Conio. Juan, ich habe den Turm gefunden. Weiter so, Danny. Finde den Guerillapfad und folge ihm zu meiner Kontaktperson. Okay, ich bin unterwegs. Hier haben wir die Markierung, das heißt, da oben müssen wir auf. Da können wir den Kletterhaken benutzen. Können wir nicht aufnehmen, entweder sind wir voll oder geht nicht. Ja.
Ich rieche Ärger. Ich heiße Raisa. Ich werde dir helfen, was Schönes von Castillo zu klauen. Wirst du mir auch verraten, was ich klaue? Abgereichertes Uran. Pardon. Ich dachte, ich hätte Uran gehört. Ganz recht. Das Problem ist, dass ich meinen letzten Kontakt beim Militär verloren habe. Du warst beim Militär? Waren wir das nicht alle? Okay. Sag mir einfach, wo es ist. Zuerst nimmst du diesen Fallschirm. Glaub mir, er kann dir das Leben retten. Jetzt bringe ich dich zum alten spanischen Fort. Sie haben es dort eingeschlossen. Eingezogen oder freiwillig gemeldet? Eingezogen. Meine Nummer war dran, also habe ich meine Zeit abgeleistet. Und du? Freiwillig. Ich wollte immer Soldatin werden. Du weißt schon. Uniform tragen, meinem Land dienen. Aber offenbar will Castillo nur blinde Faschisten in seinen Reihen, die ihm verliebt an den Lippen hängen. Dann bist du jetzt deine Verräterin? Ja, und nicht die Einzige. Am Wachturm vor uns ist ein Soldat postiert, der uns von dort aus das Fort auskundschaften lässt. Er kann uns auch nützliche Infos geben. Und was will er dafür von uns? Erstens, nicht erschossen werden. Also steckt die Waffen weg, sonst eröffnet er das Feuer. Zweitens, eine kleine Bestechung kann diesen Doppelagenten helfen, sich an wichtige Infos zu erinnern. Alles klar, keine Waffen. Peschos griffbereit. Okay. Da ist er. Ich hoffe, du hast ein paar Pesos dabei. Ja, wie erkennen wir ihn denn? Ach so, er ist markiert. Pesos haben wir dabei. Das ging in die Hose. Hier würde ich erstmal die Folge beenden. Ich hoffe, euch hat es schon mal gefallen bis hierher und ihr habt Lust auf mehr. Ich habe Lust auf mehr auf jeden Fall und es kommt mehr. Also, dranbleiben. Bis später.